Hallo zusammen, ich bin der Aaron Tanzmann aus der Cinema-Redaktion und ich stelle euch heute den Filmtipp der Woche vor, The Lego Batman Movie. Erinnert ihr euch noch, als 2014 The Lego Movie rausgekommen ist, wo wahrscheinlich jeder gedacht hat, hä, ein Film über diese Kinderbauklötze, wie soll das denn funktionieren? Und am Ende war das ein richtig clever geschriebener, extrem lustiger Film. Und der Batman-Charakter aus dem ersten Lego Movie bekommt jetzt seinen eigenen Film. Darin schlägt er sich zum einen mit dem Waisenkind Dick herum, das er adoptiert und der dann später zu seinem Sidekick Robin wird. Und der Joker macht ihm auch wieder einiges an Ärger, weil er unbedingt sich als Batmans Erzfeind beweisen will und deswegen eine ganze Truppe Superschurken zusammentrommelt, um dem schwarzen Rächer das Leben schwer zu machen. Und was soll ich sagen, der Lego Batman Movie kommt zwar nicht ganz so clever und originell daher wie der Lego Movie, es ist mehr ein Kinderfilm als noch der Vorgänger es war, aber trotzdem hat er auch immer wieder ein paar Gags für die ältere Zielgruppe reingestreut. Wir haben haufenweise Referenzen an andere Filme, es kommen zum Beispiel Bösewichte wie Godzilla, King Kong, Sauron oder Voldemort vor, es werden immer wieder 80er Jahre Lieder eingestreut, also für die ältere Zielgruppe gibt es da schon ein paar Sachen, aber im Großen und Ganzen ist es doch eher ein Kinderfilm und wenn die Bösewichte rumballern, dann sagen sie auch dazu immer peng, 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 damit den Kindern das auch ja nie zu düster wird. Was ein bisschen schade ist, ist die Synchronarbeit. Zwar hat man bei Batman und seinem Butler Alfred die Synchronsprecher aus der Christopher Nolan Batman-Trilogie engagieren können. Der Joker dagegen wird gesprochen von Gronkh. Das ist ein deutscher YouTuber, der Videospielvideos macht. Und der ist wahrscheinlich nur da, um eben mit seinem Namen ein bisschen werben zu können, weil seine Stimme passt zum Joker überhaupt nicht. Ansonsten ist The Lego Batman Movie ein netter Mix aus Humor für Kinder und Humor für Erwachsene. Man merkt wirklich, dass die Macher hinter dem Film Fans von Batman und der allgemeinen Popkultur sind und wissen, wie sie ihre ganzen Jokes damit einbauen. Deswegen sollte es eigentlich ein ganz netter Spaß für Groß und Klein sein.